Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung der kontinuierlichen Verzinsung. Ähnlich wie in früheren Anwendungsvideos in diesem Kapitel werden wir uns also anschauen, was wir jetzt alles mit unserer Grundgleichung der Endwertformel machen können. Können wir also den Endwert ausrechnen, den Barwert ausrechnen, Zinssätze ineinander umrechnen oder Laufzeiten berechnen. Als erstes Beispiel haben wir diese Musteraufgabe. Ein Kapital von 2500 Geldeinheiten wird mit dem nominellen Zinssatz von 7,5% kontinuierlich verzinst. Wie hoch ist das Kapital nach 6 Jahren? Lesen wir also alles einmal ab, was wir hier zur Verfügung haben. Wir haben also eine kontinuierliche Verzinsung mit dem nominellen Zinssatz von 0,075. Außerdem haben wir einen Anfangswert von 2500 Geldeinheiten und wir haben eine Laufzeit von t gleich 6 Jahren. Und dann können wir uns den Endwert, unser K6, ausrechnen. Das ist K0 mal Q hoch t. So wie wir das also in allen vorigen Anwendungsbeispielen auch schon gemacht haben. Und dann können wir hier konkret einsetzen. K0 ist 2500. Und der Aufzinsungsfaktor bei der kontinuierlichen Verzinsung, unser Q, ist jetzt e hoch c, also e hoch 0,075. Und das Ganze wird dann nochmal hoch 6 genommen. Also dieses e hoch c hoch 6 ist dasselbe wie e hoch c mal 6. Und das brauche ich jetzt nur in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen. Klicke mich also hier auch nochmal durch meine Folien durch. Der wesentliche Clou ist dieser Aufzinsungsfaktor im kontinuierlichen Fall. Und dann kommen wir bei dieser Formel an, rechnen das aus und das sind dann also 3920,78 gerundet auf 2 Nachkommastellen. Also nach 6 Jahren sind dann aus unseren 2500 Geldeinheiten knapp 4000 geworden. Nächste Beispiel. Wie lange muss ein Kapital K mit einem nominellen Zinssatz von C gleich 5% oder C gleich 0,05 kontinuierlich verzinst werden, damit es sich verdoppelt? Auch hier können wir uns einmal hinschreiben, was wir da haben wollen. Das KT soll also das Doppelte vom Anfangswert sein, 2 mal K0. Und wir wissen aber auch, K0 ist immer Q hoch T. Und das Q in diesem Fall ist E hoch 0,05. Und dann können wir einsetzen, wir können in dieser Gleichung mal durch das K0 durchdividieren. Also bei welchem Anfangswert ich da starte, ist vollkommen wurscht. Es ist in der Aufgabe auch K genannt worden. Ich habe hier K0 geschrieben, was man davon nimmt, ist hier natürlich belanglos. Es geht nur darum, dass dieser Gesamtaufzinsungsfaktor Q hoch T, dass der den Wert 2 erreicht. Also 2 soll sein E hoch 0,05 hoch T oder mal T. Diese Gleichung muss ich jetzt auflösen. Und da muss ich also hier das e hoch loswerden. Die Umkehrfunktion zur e-Potenz ist der natürliche Logarithmus. Ich nehme also den natürlichen Logarithmus von 2 und das ist gleich 0,05 mal t. Und dann muss ich nur noch durch 0,05 dividieren und bekomme damit meine Laufzeit heraus. Das also in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen. Auf den Folien haben wir das hier gemacht. Die Laufzeit ist dann 13,86 Jahre. Möchte nur auf noch eine Kleinigkeit hinweisen. Hier ist diese Exponentialgleichung auf den Folien nicht mit dem natürlichen Logarithmus, sondern mit dem dekadischen Logarithmus aufgelöst worden. Auch das kann ich machen, kann auf beiden Seiten den dekadischen Logarithmus log geschrieben anwenden, dann kommt natürlich auch das Gleiche heraus. Ich habe dann halt hier noch log von e stehen. Im natürlichen Fall ist das weggefallen, weil der natürliche Logarithmus von e genau 1 ist
und das dann weggefallen ist, aber ich könnte es auch mit dem dekadischen Logarithmus machen. Welcher nominelle Zinssatz ergibt bei kontinuierlicher Verzinsung einen effektiven Jahreszins von 10%? Also auch hier wieder eine Fragestellung zu unserem Aufzinsungsfaktor, und dieses Mal sollen wir ihn umrechnen von kontinuierlicher Verzinsung auf effektiven Jahreszins. Also wir möchten ein R von 0,1 haben. Wie müssen wir dafür das C wählen? Klar ist, der nominelle Zinssatz muss kleiner sein als 10%, weil wir eben unterjährig schon Zinseszinsen erzeugen. Aber wie viel kleiner genau, kann man jetzt noch nicht sagen. Also wird wohl irgendwas 9, irgendwas Prozent sein. Müssen wir jetzt aber genau ausrechnen. Also der Aufzinsungsfaktor, den wir effektiv haben wollen, ist 1 plus R, also hier 1,1. Und das soll also gleich E hoch C sein. Dann muss ich nur auf beiden Seiten den natürlichen Logarithmus nehmen und bekomme damit mein C heraus. Wenn ich das mache, komme ich dann bei 9,53 irgendwas Prozent an Zinsen an. Also genau dem, was etwas kleiner ist als 10%.